Kann es sein, dass mitten in der Gesellschaft Bürger alle Skrupel verloren haben und Gut und Böse nicht mehr unterscheiden können? Diese Frage der Normalisierung muss uns Sorgen machen. Denn alles das, was als normal gilt, kann man nicht mehr problematisieren. Und da lässt die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit dann auch sofort nach. Und das tut der Demokratie natürlich nicht gut. Überall in NRW haben sich in den vergangenen Jahren Gruppen sogenannter autonomer Nationalisten gegründet. Schwer fassbar, weil sie unterhalb der Parteiebene aktiv sind. Ich treffe im Wuppertaler Polizeipräsidium den stellvertretenden Leiter der Abteilung Staatsschutz und einen verdeckten Ermittler. Wir haben verabredet, seine Identität nicht preiszugeben. Sie zeigen mir, was bei rechten Jugendlichen inzwischen zur Standardausrüstung geworden ist. Gucken wir uns mal die Sachen an. Was haben wir denn da? Schlagwerkzeug. Schlagwerkzeug. Das nette Pfefferspray, 400 Milliliter. Reichweite bis 7 Meter. Kein verbotener Gegenstand nach dem Waffengesetz. Mitbürgen bei Versammlungen strafbar. Altbekannte Zwille. Schleuder. Ebenfalls mitführen bei Versammlungen verboten. Unstrafbar. Messer. Ich will es jetzt nicht übertreiben, aber irgendwo sind wir am Beginn einer Spirale, die nach oben dreht, auch in der Gewaltausübung. Gewalt ist nicht nur im Bereich politisch motivierter Kriminalität, sondern generell ja durchaus inzwischen als legitimes Mittel offensichtlich in dem Bewusstsein der Bevölkerung angekommen. Was löst das in Ihnen aus, wenn man den Eindruck hat, junge Leute ticken so? Also ist man es gewohnt, weil man einfach mal mit... Nee, man gewöhnt sich dran. Man gewöhnt sich dran, Man gewöhnt sich dran. Nichtsdestotrotz bleibt immer so ein gewisses Unbehagen übrig. Ich frage nochmal nach, man gewöhnt sich dran und... Dass die Leute immer jünger werden. Ja, dass es viele junge Leute sind und dass es teilweise intelligente junge Leute sind, dass es junge Männer und junge Frauen sind. Die irgendwo aus irgendwelchen Gründen diesen Weg gewählt haben. Und da fragt man sich auch so ein bisschen, warum, wie kommen die da drauf? Warum sind die so verbohrt von jetzt auf gleich? Die beiden nehmen mich mit auf eine Erkundungsfahrt durch das Stadtgebiet von Wuppertal. Überall finden sich die Kürzel der hiesigen Neonazis. Frei und sozial, national, also WPD haben wir da. Wenn man Graffitis und Aufkleber mit politischen Inhalten nicht entfernt, sondern immer da lässt, entsteht doch automatisch ein Gewöhnungseffekt, oder sehe ich das falsch? Diese unterschwellige, unbewusste Wahrnehmung. Ja. Auf einer Überführung mitten in Vohwinkel befindet sich der aktuelle Versammlungsplatz der Szene. Mit dem Schriftzug Anti-Antifa ist gemeint, dass Linke hier nichts verloren haben. Das ist der Marktplatz. Da vorne ist eine große Kreuzung. Links ab, Haupteinkaufsstraße in Vohwinkel. Hier hat man alles im Blick. Hier kann man sich präsentieren. Da können Sie jetzt Rückschlüsse ziehen, warum man das macht. Gesteigertes Selbstbewusstsein. Aber da gehört eben, wo Sie sagen, gesteigertes Selbstbewusstsein. Also ja. Die wissen ja, dass Sie als Nazis dann quasi erkennbar sind. Ja, da machen Sie auch keinen Hehl draus. Nein. Die markieren ja auch Ihr Gebiet hier mit Ihren Aufklebern. Das ist ja für jedermann eigentlich erkennbar, der sich das mal in Ruhe anguckt. Das ist eine Werbung für sich selber. Die Leute sollen gucken, die sind ja auch so aufbereitet. Mhm. Also haben die eigentlich sich hier präsentiert, ihr Revier deutlich gekennzeichnet. Da. Guck mal, da haben wir denn da. Stolberg. Das ist neu hier. Nationaler Widerstand, nationaler Sozialismus jetzt. Heil Stolberg! Heil! Fast 200 Gleichgesinnte können Ingo Haller und seine Kameraden für ihren Fackelmarsch in Stolberg mobilisieren. Am nächsten Tag werden es mehr als 400 sein. Weniger als in den Vorjahren und trotzdem viel zu viele, denke ich. Der Polizeieinsatz für den Schutz der Neonazis, die diesen Staat am liebsten abschaffen würden, kostet insgesamt 380.000 Euro. Ganz schön großzügig kann die Meinungsfreiheit sein. Ich frage mich, was in den jungen Leuten vorgeht, die sich das anschauen. Wissen Sie, was Sie hier machen? Nein. Fackelmarsch. Und warum Sie den machen? Ja, weil die ja wegen der Sache da mit Kevin Plum. Und weil der wurde irgendwie von zwei Ausländern irgendwie erstochen oder so, keine Ahnung. Ja, und jetzt machen die hier den Fackelmarsch und ja, jetzt gehen die auch was zu der... Was halten Sie davon? Ja, was soll ich davon halten? Sei ehrlich. Also ich finde es eigentlich gut.
Was halten Sie denn davon? Das ist das ja, ne? Wo man sich dann nicht zu äußern möchte. Haben Sie da Angst davor, dass Sie dann... Bitte? Wieso wollen Sie sich dazu nicht äußern? Also, haben Sie Angst vor denen, oder? Nein, überhaupt nicht. Nee, das nicht. Nee. Finden Sie das denn richtig? Nur, wir haben genügend hier rumwohnen, die Ausländer sind und sie geht auf die Schule, wo viele sind. Von daher ist das dann natürlich schon eine andere Sache. Aus der Beschallungsanlage dröhnt Beethoven durch die Straße. Die Route führt durch ein Viertel, das von besonders vielen Einwanderern bewohnt wird. Was halten Sie davon, was Sie da machen? Lass Sie doch machen. Mir stört es nicht. Sie können selber was Sie machen, machen, was Sie wollen. Wir haben hier aufgebaut, wir haben hier gearbeitet, wir haben genauso Recht, genau wie die anderen. Keine Sorge, wir haben gar nichts gemacht. Wir haben hier aufgebaut, wir bleiben auch hier. Wir haben nicht gegen euch, aber ihr habt gegen uns was. Ihr seid nicht besser als wir. Ihr seid Gäste. Und wenn ihr das nicht begreift, dann habt ihr zu gehen. Welches Jahr schreiben wir eigentlich? 1933 oder 2011? Frage ich mich, während Redner Sven Skoda in seiner Hasspredigt ganz ungeniert den Straftatbestand der Volksverhetzung straft. In einer Seitenstraße treffe ich auf einen älteren Herrn. Das Geschrei kann ihn nicht beeindrucken, stelle ich erleichtert fest. Die kennen von der Materie, wie es früher war und alles, wie es die Wirklichkeit war früher. Das kennen die gar nicht. Die laufen nur mit wie Schafe. Hier ist der große Bock und wenn der Mäh ruft, dann geht's los. Da laufen die nur dahinter. Heißt meine Meinung. Ich finde das alles nicht korrekt. Ich finde das auch nicht korrekt. Aber die rechten Demonstranten nehmen sich an diesem Abend das Recht heraus, so inkorrekt zu sein, wie sie wollen. Von der Polizei erfahre ich später, dass an diesem Abend 7 Ermittlungsverfahren wegen verbotener Parolen und Zeigens von verbotenen Zeichen eingeleitet werden. Ein schwacher Trost. Zu dem, was ich hier zu sehen und hören bekomme, fällt mir nichts anderes ein als Terror. Danke an euch alle. Hiermit beende ich die Veranstaltung und guten Heimlich. Heil euch. Ich kann einfach nicht verstehen, was daran attraktiv für junge Menschen sein soll. Also es ist ja immer so, überall dort, wo diese Gruppen Stärke beweisen können, ist es natürlich attraktiv für solche jungen Leute, die im normalen Leben wenig Anerkennung finden. Und dann ist die Gruppe, die mit Gewalt hantiert, natürlich eine, die attraktiv ist. Über Gewalt sich Anerkennung zu verschaffen, indem man anderen Angst macht, um die eigene Angst zu bekämpfen sozusagen, das sind schon attraktive Muster. Ich fahre noch einmal nach Wuppertal zu Tobias und seinen Freunden von den Nationalen Sozialisten. Sie träumen von national befreiten Zonen, wie sie es nennen. Ob es da außer Hass noch andere Botschaften in der Szene gibt? Irgendetwas, das die Gesellschaft weiterbringt oder Zukunft verspricht? Wie soll das Deutschland aussehen, das Sie wollen? Dass die Einwanderungszahl runtergeschraubt wird in großen Mengen. Dass die demografische Entwicklung von Deutschland einfach wieder ins Positive kommt. Weil das deutsche Volk, also deutsche Menschen sterben heraus. Natürlich jetzt nicht in ein paar Jahren, aber die Tendenz spricht dafür. Leider. Also das glauben Sie, ja? Das weiß ich. Das ist so. Das kann man auch überall nach. Glauben die anderen das auch hier in der Runde? Ich würde das eigentlich an dieser Stelle ganz gerne unterbrechen. Also geplant war eigentlich, dass wir über die Sachen reden, also die Leute, die relativ außen stehen und wie sie halt dazu gekommen sind und wie sie sich in der Bewegung klar, fühlen. Wir müssen uns ja auch über die inhaltlichen Überzeugungen unterhalten. Das tun wir auch untereinander. Und dann glauben Sie, ist das, was Sie da so politisch verfolgen, glauben Sie, das ist der richtige Weg, das zu ändern? Ich denke doch, weil wenn ich jetzt irgendwie das Ganze über eine Systempartei machen würde, ich denke, damit würde ich nicht so weit kommen. Die Frage ist natürlich, wie weit ich mit dem Weg komme.
Das wird sich natürlich erst mit der Zeit zeigen, aber... Sind Sie denn da zuversichtlich oder sind Sie da auch unsicher? Ja. Ich denke. Ja, Sie sind doch noch so jung, woher nehmen Sie eigentlich die Sicherheit, dass das das Richtige ist? Ja, das ist natürlich die Frage, ne? Woher ist er, ob das überhaupt eine Sicherheit ist, die ich da habe. In Vohwinkel überfallen Rechtsextreme noch am gleichen Abend linke Jugendliche, die vor einem Stadtteilfest ausländerfeindliche Aufkleber entfernen wollen. Es wird mit Fahnenstangen zugeschlagen, auch auf die Köpfe. Eine Woche später weitere Auseinandersetzungen. Laut Polizeibericht diesmal mit dabei Tobias. Durch einen kleinen Artikel in der Lokalpresse stoße ich auf die Geschichte eines türkischstämmigen Kioskbesitzers nicht weit von Wuppertal. Er erzählt mir von rechten Jugendlichen aus Rade vorm Wald, die er zunächst für Einbrecher hält. Als er und sein Sohn die Täter mit dem Auto verfolgen, geraten sie in einen Hinterhalt. Gitter noch nicht da war, da hat sich der erste da hinten versteckt gehabt. Und als erstes, wo ich mich wunderte, ist es der, eine bekannte Junge, die ich schon lange kenne. Und ich habe erst mein erster Gedanke, wo ich den festgehalten habe, warum bist du immer wieder bei solchen Geschichten dabei? Was ist denn los? Und dann Stück für Stück tauchten dann aus den Lücken oder aus den Ecken tauchten die Jugendlichen auf. Und dann fiel mein Sohn schon am Boden, waren die auf dem schon mit mehreren Leuten drauf, wo ich dann versucht hatte, hier am Boden den meinen Sohn zu retten, dass ich auch in dem Moment von hinten, an der Seite hatte ich schon Prellungen gehabt, ich habe eine Rückenprellung gehabt, einen Oberarm und ich habe einen Schlag auch auf den Mund aufgekriegt gehabt. Aber so habe ich ehrlich gesagt in meinem Leben den Gewalt nicht erlebt, dieses Wut. Die Jugendlichen haben einen klaren Hinweis auf ihre Motive hinterlassen. Diese Aufkleber hatten wir an jeder Scheibe draufstehen. Und ich muss zugeben, aktiv und rette deine Heimat. Ja, ich muss zugeben, als Betroffener bin ich, heißt das ja, bin ich derjenige, der bei dem die anfangen jetzt anzugreifen, oder bin ich der Opfer oder derjenige, mit dem die anfangen möchten, oder für denjenigen, für die Jugendlichen, die das Aufkleber aufnehmen, ob das für den ihre Aufforderung ist, dass sie jetzt handeln sollen. Und da wurde mir das ganze Ausmaß bewusst. Und ich muss zugeben, das hat mir und überhaupt allgemein ein bisschen etwas die Augen geöffnet. Diese Gewalt geht zu Lasten von schwachen Gruppen, von ausgesuchten Feinden. Und das ist ja alles andere als sozialverträglich. Und je normaler diese Einstellungsmuster in der Bevölkerung sind, desto eher können diese Gruppen das auch als Legitimation für ihr Verhalten verwenden. Und insofern kann man auch nicht sagen, dass man sagt, hier ist die Gesellschaft, die intakt ist, und auf der anderen Seite, da sind die schlimmen Jugendgruppen, sondern das hängt zusammen. Und man muss es im Kontext, im Zusammenhang betrachten, sodass wir uns, die Normalbürger, auch nicht herausziehen können, wenn es zur Radikalisierung kommt. Die jugendlichen Schläger haben damals alle Scheiben von Salimkars Auto zertrümmert. Die sind inzwischen erneuert, aber auf der Motorhaube sind die Spuren der Gewalt geblieben. An sowas Schreckliches wollen Sie erinnert werden? Ja. Damit eben das nicht zu vergessen, Herr Grad. Das ist ja das Schlimmste, was jetzt passiert. Nach einem Jahr, fast ein Jahr, wird das vergessen und verdrängt und es interessiert mich nicht mehr. Aber mich interessiert das schon. Ich muss immer wieder zugeben, mich interessiert das schon, was jetzt, wo die Leute jetzt sind. Die Leute sind immer noch da, die Jugendlichen sind immer noch da. Wenn man nichts macht, nichts tut, da kann man auch nicht später, sagen wir mal, sagen, ich war da nicht dabei oder ich wusste das nicht. Man kann sich später nicht sagen, ich habe das nicht gewusst.